Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Wir haben jetzt heute wieder ein paar mehr Pakete hier am Start. Es sind ein paar größere dabei, ein paar kleinere da vorne. Aber insgesamt sind es, glaube ich, wieder ein bisschen mehr wie bei der letzten Folge. Damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe, würde ich sagen, ich fange erstmal hier bei dem ganz großen Paket an. Ich habe übrigens keine Ahnung, was, also bei manchen Paketen kann ich so vermuten, was drin ist. Es steht ja hier auch mal bei manchen Paketen drauf und ne, ich weiß ja auch, mit wem ich so E-Mails geschrieben habe. Aber hier bei dem habe ich zum Beispiel null Ahnung, was drin ist. Gar keine Ahnung, gar keinen Plan. Aber die Spannung ist trotzdem relativ groß. Hier hinten ist so ein... Was war die denn hier gemacht? Was ist das? Da ist wie so ein Aufkleber oder sowas drauf. Warum ist das? Wieso ist hier... Warum? Ich zerreiß das einfach mal. Da steht eine Marke drauf. Die haben die Marke überklebt. What the fuck? Weil auf dem Karton... Da steht eine Marke drauf und die haben das überklebt. Das ist... Warum überklebt man sowas? 360 Robot Vacuum Cleaner. Ja, das ist der Staubsaugerroboter von 360. Aber warum haben die das überklebt? Wieso? Auf beiden Seiten auch noch. Warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Finde ich jetzt so. Naja, haben sie auf jeden Fall überklebt. Machen wir es mal überall auf. Warranty void if seal is broken. Ja, ich hab das Seal jetzt gebrochen. So. Gott sei Dank habe ich es genau auf dieser Seite aufgemacht, weil genau hier ist der Henkel. So. Wunderbar. Prima, wieder ein riesengroßer Karton um einen riesengroßen Karton drumherum. Ja, was soll ich dazu sagen? Hier vorne sieht man es einmal, Staubsaugerroboter, hier steht auch nochmal 360 drauf. Ist ein Staubsaugerroboter, der natürlich per WLAN auch funktioniert. Hier steht was? KCSA 2019, was? Korea Consumer Satisfaction Awards. Aha, okay, der hat, was ist das? Echt Korean? Korea, tatsächlich, ja. Ja, ist ein Staubsaugerroboter, wie gesagt, mit Netzteil, Akku, alles drum und dran, alles dabei. Remote-App steht hier auch noch drauf. Also das Ganze ist natürlich App-steuerbar. Das Ding kann wischen, saugen, alles Mögliche. Ist halt ein Staubsaugerroboter. Zu dem will ich noch ein Review mal machen. Aber dafür muss dann erstmal die Renovierungsarbeiten bei uns abgeschlossen sein. Übrigens, nicht wundern, weil ich jetzt heute mal meine Cappy von Xiaomi auf habe. Ich hatte heute einfach mal Lust auf die Kappe von Xiaomi, weil normalerweise habe ich ja immer hier meine Shimmer Media Kappe an, aber irgendwie heute hatte ich eher irgendwie Lust auf die meine Kappe von Xiaomi, weil ich die privat jetzt auch öfter mal so trage und ich finde, die andere macht meinen Kopf so groß. Also manchmal habe ich irgendwie Bock auf die, manchmal auf die. Naja, so viel dazu. Dann machen wir hier das zweite große Paket. Da weiß ich auch schon, was drin ist. Steht auch schon außen drauf. Netgear. Und Netgear hat mich angeschrieben, beziehungsweise das Marketingteam von Netgear hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich denn nicht mal Lust hätte, etwas von Netgear vorzustellen. Jetzt bin ich Netgear sowieso schon absolut wohlgesonnen, denn ich kann es euch auch trotzdem nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, auch wenn ich es jetzt hier nicht zeige, aber ich habe schon mal ein Review dazu gemacht und zwar habe ich hier von Netgear ein 48-Port LAN-Switch. Der sorgt dafür, dass im gesamten Haus, auf dem gesamten Grundstück Internet ist, beziehungsweise Netzwerk ist, ja. Netzwerk setzt dann Internet halt auch gleich, da ich das Internet über die Fritzbox quasi auch mit eingespeist habe. So, das bedeutet, ich bekomme über diesen 48-Port LAN-Switch und 48 Ports, das ist eine ganze Menge, so viel kriegen manche auf einer ganzen LAN-Party nicht hin. Aber, damit sorge ich dafür, dass meine Garage Internet hat. Dafür sorge ich dafür, dass ich im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, im Büro von meiner Frau, hier in meinem Studio, im Wohnzimmer, habe ich eben schon, glaube ich, gesagt, ne? Badezimmer, Flur und auch hier in meinem Studio selbst eben verschiedenste Anschlüsse habe, oben bei meiner Oma auch noch und. Also wirklich im ganzen Haus, auf dem ganzen Grundstück ist hier Internet. Und halt auch eben die verschiedensten Rechner werden darüber, sag ich mal, miteinander vernetzt. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut, das Ding. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das habe. Und mir gefällt das auch, wenn ich das da sehe, wie das immer schön vor sich hin blinkt. Da weiß ich, jawohl, Netzwerk ist am Start. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat Netgear mich angeschrieben, ob ich denn nicht mal was von denen vorstellen würde.
Wie gesagt, wie auch schon vorher erwähnt, Netgear finde ich sowieso cool. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass viele Sachen aus dem Hause Netgear auch von der technischen Raffinesse her absolut tipptopp sind. Und ihr fällt gerade auf. Also, hier haben wir auf jeden Fall ein. Sind das mehrere oder ist das ein großes? Auf jeden Fall geht es um Netzwerk. Wieder hin. Na komm schon. Boah, das ist ein riesengroßes Paket. Pardon. Zack. Und zwar gibt es von Netgear das System Orbi. Ja? Denn aktuell, und ihr wisst es, habe ich bei mir folgende Situation. Ich habe in fast jedem Raum, aber beziehungsweise auf den verschiedenen Ebenen, überall verschiedene Router, also verschiedene Access Points. Also einen Router habe ich, das ist bei mir die Fritzbox, die 7590. Und dann habe ich hier oben ist ein Xiaomi-Router, dann im Wohnzimmer ist ein Xiaomi-Router, im Schlafzimmer ist ein Xiaomi-Router, bei meiner Frau hinten ist ein Xiaomi-Router, bei meiner Oma oben ist ein Xiaomi-Router und in der Garage ist ein Xiaomi-Router. Und auf dem Dachboden ist ein Xiaomi-Router. Das heißt, ich habe quasi eine Fritzbox plus 7 Xiaomi Access Points. Die sind quasi als Access Points eingerichtet und die haben halt eben verschiedene Namen. Da gibt es halt einmal Schimmer Fritz, was dann die Fritzbox wäre. Dann gibt es hier Schimmer Media Studio. Dann gibt es einfach nur Schimmer - Media, das ist im Wohnzimmer. Dann gibt es Schimmer Media HD, das ist im Schlafzimmer. Und dann gibt es Depero Suite und verschiedenste WLAN-Namen. Und ich verbinde mich quasi mit dem Handy oder Laptop oder ne, immer mit dem Gerät, wo ich weiß, das ist jetzt hier am nächsten, da habe ich jetzt den besten Empfang zu. Ist in Ordnung, ist cool, weil ich habe überall auf jeden Fall guten Empfang. Aber was halt eben manchmal nervig ist, wenn ich zum Beispiel, wenn wir essen oben bei meiner Oma, wir sitzen alle schön zusammen am Tisch, essen was. Klar, nach dem Essen holt man dann vielleicht auch mal das Handy raus, wenn man irgendwas gucken will oder. So, und dann geht man aber ins Schlafzimmer oder auf die Terrasse oder ne, halt woanders hin und dann muss man jedes Mal, wenn das Handy nicht automatisch das WLAN ändert, ja, wenn das nicht das Netz automatisch ändert, dann muss man jedes Mal hergehen, so einstellen, so, ah, ist immer noch mit dem Falschen verbunden und. Manchmal wechselt das automatisch, manchmal aber nicht. Eigentlich ist es so eingestellt, dass es automatisch wechselt, aber manchmal sagt er, ja, ich habe eigentlich noch genug Empfang zu dem anderen, warum soll ich jetzt wechseln? So, und das ist halt ein bisschen doof. Und da kommt das jetzt hier eben ins Spiel. Das sind hier quasi, ist ein Hauptgerät mit zwei Satelliten, so heißt das, glaube ich, genau. Genau, Orbi Router und dann Orbi Satellite. Also insgesamt drei Geräte und damit kann man 525 Quadratmeter Wi-Fi-Fläche abdecken. Und ja, dazu werde ich auch noch ein ausführliches Review machen. Also erstmal quasi gibt es dann ein Unboxing-Video hierzu und zu dem Unboxing noch natürlich ein ausführliches Review. Ja, werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin auch mal gespannt, was das hier auf dem Kasten hat. Triband Wi-Fi. Ich verlinke es euch auf jeden Fall schon mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch nochmal genauer die Spezifikationen und Vorteile hiervon durchlesen. 3 Gigabits Maximum Wi-Fi Speed for Home up to 525 Quadratmeter. Ist eine richtig coole Sache, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ja. Bin ich gespannt, was das bringt. Du hast quasi nur noch ein WLAN, das werde ich dann wahrscheinlich Schimmer Media Mesh oder sowas nennen. Und damit verbindest du dich und egal wo du im Haus hingehst, schieben diese Geräte sich dann, dass die Geräte, die damit verbunden sind, automatisch so hin und her, dass du immer die beste Anbindung hast. Und das finde ich doch eigentlich doch relativ cool. Also hierzu bin ich dann einfach mal gespannt, was da so mitgeht. So, dann gucken wir hier einfach mal weiter. Schauen wir mal hier, was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber mal gerne. Warte mal, ich stapel das mal ein bisschen auf. So. So. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Sachen, die verstehe ich meistens nicht. Warum macht man einen Karton einfach nochmal, warum umwickelt man den nochmal mit so einer dünnen Plastikfolie? Es ergibt halt nicht mal Sinn. So, weil
eigentlich, die Folie schützt jetzt, ja okay, die Folie schützt halt vielleicht ein bisschen den Aufdruck auf dem Karton, aber ja gut. Und was steht hier drauf? Taro. Carbon Fiber Black. Taro. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Taro. Ich hab keine Ahnung. Was ist Taro? Ist das irgendwas, was mir Gearbest zugeschickt hat vielleicht? Wieder, wo ich ein Review zu machen? Ach, ja. Da habe ich mit Gearbest drüber geschrieben. Genau, das war das. Ich wusste es doch nicht mehr. Also, Plastiktüte in Karton in Karton. Beziehungsweise Karton in Plastiktüte, so. So, eigentlich doch sehr interessant. Und zwar ist das hier so ein Kameraroboter. Also so ist es jedenfalls auf Gearbest, glaube ich, beschrieben gewesen. Hier steht es auch an der Seite. Taro AI Filming Robot. Und zwar hat man quasi hier ganz normal als Gimbal, das heißt, wie auch hier bei meinen anderen Gimbals, jetzt hier zum Beispiel als Dings der von Snopper, dieser Atom. Und hier hat man im Grunde genommen auch die Möglichkeit, ganz normal sein Handy einzuspannen, hat hier ganz normal sein Free Access Gimbal, also das ist wahrscheinlich auf 3, müsste wahrscheinlich auch ein Free Access, ja, ich glaube schon. Genau. Und obendrauf hat man dann noch so eine Kamera, beziehungsweise halt einen Sensor, der halt eben dann in der App später dann auch noch dabei helfen soll, dass man dann quasi sich selbst verfolgen kann oder bestimmte Manöver einstellen kann. Und dann stellt man das dann quasi hin und dann kann man sich davon filmen lassen. Also man hat quasi wie ein Assistent, der einem beim Filmen hilft. Das Ganze habt ihr hier bei dem Snopper Atom Gimbal auch. Da könnt ihr das quasi dann über die App, das heißt, da wird dann einfach die Kamera selbst genutzt, halt mit einer Software ergänzend, wo dann quasi, keine Ahnung, Gesichtstracker oder sowas genutzt werden, dass wenn man sich quasi um diese Kamera herum bewegt, dass dann hier die Motoren so gesteuert werden, dass sie dich weiterhin verfolgen. Und hier ist das Ganze im Grunde genommen genauso, wird aber jetzt dann halt eben nicht auf dem Handy umgesetzt mit Gesichtstracking-Software und, sondern oder mit der Handykamera, sondern man hat hier quasi ein extra eine Kamera, beziehungsweise wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Sensoren noch oben drauf, womit dann sowas umgesetzt wird. Vielleicht wird es auch dann direkt darin berechnet und gar nicht auf der Handy-App selbst. Bin ich mal gespannt, will ich mal ausprobieren, mal testen, mal gucken, was hier eben mit möglich ist oder was hier eben anders, sagen wir mal, funktioniert im Vergleich zu dem. Und preislich ist hier, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Unterschied dazu. Ich glaube, das hier ist ein Ticken teurer, das von Atom, das Snopper. Andersrum, das von Snopper, das Atom. Aber ja, bin mal gespannt. Vielleicht mache ich dann noch so eine Art Vergleichsvideo. Einfach mal schauen, was hiermit möglich ist. Ja, dann komm, machen wir hier direkt das nächste China-Paketchen. Das ist hier so ein flaches Paket, wo hier oben noch irgendwas, ich glaube, das ist ein Adapter oder irgendwas mit dabei liegt. Das habe ich schon so ein bisschen erfüllt. Es fühlt sich an wie so ein EU-Adapter. Ja, ist es auch. Genau, hier so ein GoKoma EU-Adapter. Scheinbar ist es also irgendein... Ach, das habe ich mir bestellt, tatsächlich. Ja, das habe ich mir bestellt. Genau. Wir haben ja eben noch drüber gesprochen. Und zwar habe ich mir einen weiteren Xiaomi-Router bestellt. Wofür habe ich mir den eigentlich nochmal bestellt? Ach, genau. Ich wollte mir noch den eigentlich in den Flur noch packen. Ja, da sieht man aber mal wieder, dass die Lieferungen... Ich glaube, das hat jetzt irgendwie... drei Wochen gedauert. Vor 2-3 Wochen habe ich das bestellt. Und inzwischen hatte ich dann Kontakt mit Netgear und Netgear hat mir dann das hier zugeschickt. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das hier vermutlich nicht mehr bestellt. Aber ich richte, denke ich mal, trotzdem noch ein. Aber dann halt eben, dann werde ich separieren, dass ich quasi sage, okay, diese Geräte sind dann, sag ich mal, nur für feste Geräte. Zum Beispiel dann halt für meine Sonos. Für die ganzen Smart-Home-Geschichten verwende ich dann dieses Netzwerk. Und für das Netzwerk, wo ich dann über mit Laptop und Handy und sowas reingehe, da kommt dann hier das System zum Einsatz. Ich glaube, so ist es ganz gut, weil dann habe ich die Smart-Home-Gerätschaften von dem tatsächlichen nutzbaren WLAN einfach nochmal getrennt. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Ja, dann tue ich mal hier Netzwerk zu Netzwerk packen. Dann haben wir hier noch ein interessantes Paket, wofür ich wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas brauche, weil wir haben ja eine Reißfunktion in diesem Paket mit drin. Okay, und die ist schlecht gemacht, finde ich. Die ist nicht so gut. Jetzt einfach aufschneiden sollen, das wäre sauberer gewesen. Also Ikea, ihr müsst dann an euren Paketen arbeiten. Also ist zwar gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Ja, Papier.
Und zwar habe ich mir hier bei Ikea ein paar Sachen bestellt. Hier ist noch die Bestellung. Ja. Ich lasse das alles direkt da drin. Huch. Papiermüll. So. Und zwar habe ich mir hier ein bisschen was bestellt bei Ikea. Einmal einen Weinflaschenöffner, weil Alkohol ist eigentlich bei uns im Haus, sag ich mal, nicht so beliebt. Ja? Bei uns trinkt eigentlich niemand gerne Alkohol. Aber wir, also das heißt niemand viel Alkohol, würde ich mal eher sagen. Aber ich sag mal, so den Weißwein, wir haben jetzt so einen rumänischen Weißwein, den haben Freunde jetzt öfter mal mitgebracht und der schmeckt eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn man halt eben mal so eine Flasche öffnet zu einem besonderen Anlass oder öffnen möchte, dann sollte man natürlich auch so ein Ding hier da haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, gehst du mal bei Ikea hin, bestellst mal so einen, kannst du immer in die Schublade tun. Und wenn dann mal einer so eine schöne Weinflasche mitbringt, wie gesagt ein Weißwein, dann Cornatsch heißt der, glaube ich, Cornatsch. Cornatsch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber aus Rumänien. Ein sehr, sehr, sehr schöner, süßer Weißwein. Und da muss man aber auch vorsichtig sein, weil so nach dem zweiten Gläschen wird es dann doch ganz lustig. Und natürlich hier Dosenöffner, nicht nur für uns noch einen, sondern halt eben auch für meine Mama noch einen oben. Weil die hat jetzt in letzter Zeit öfter mal unseren Dosenöffner benutzt und hat gesagt, Mensch, der ist so toll, hätte ich gerne auch einen von. Also habe ich nochmal zwei Stück davon bestellt. Schadet auf jeden Fall nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Das Paket ist auch schnell geöffnet, weil hier haben wir einfach nur so. Das kenne ich damals aus dem Bastelunterricht. Da ist hier eine Batterie. Hä? Ach, genau. Ja, das habe ich mir ja bestellt. Genau. Das ist eine Batterie und das ist halt so ein Bausatz, ist das. Genau, das habe ich mir bei eBay nämlich bestellt. Das ist ein Bausatz für eine Spieluhr, also um diese Spieluhr eben elektrisch betreiben zu können. Denn ich habe ja schon jetzt in dem ein oder anderen Video durchsickern lassen, dass ich Papa werde. Und meine Frau hat jetzt schon quasi halt so eine schöne Spieluhr. Und wir wollen halt eben gucken, dass wir unserem Kind jetzt schon so ein bisschen beibringen, was sein Schlafliedchen ist. Und das soll halt eben Lalelu sein. Und deswegen ziehen wir öfter mal so eine Spieluhr auf und halten sie dann halt eben an den Bauch ran, damit er sich schon ein bisschen so daran gewöhnt. Aber es ist halt immer doof, immer wieder. Du bist halt selber kurz vorm Einschlafen dann. Und dann musst du jedes Mal wieder an dieser Uhr dran ziehen. Und hast aber eigentlich nur Bock zu pennen und irgendwie ist halt irgendwie doof und dieses das ist dann auch wieder lauter und dann ist halt irgendwie doof. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Mechanismus bestellt, wo jetzt hier so ein kleiner Motor dran ist. Das muss man dann hier wahrscheinlich dann noch so zusammenbauen. Hier ist noch so ein Gefäß, wo dann eine Batterie reinkommt. Und jetzt steht hier, as time goes by. Also das heißt, hier auf dieser Spindel ist aktuell ein anderes Liedchen drauf, nämlich as time goes by und nicht Lalilu. Ich habe mir aber von demselben Hersteller, das habt ihr im letzten Techpack-Opening gesehen, auch eine andere Spindel bestellt, also eine in so einem Plastikkästchen, das muss ich einfach auseinanderbauen, hier diese Spindel austauschen und dann hier das zusammenbauen und dann sollte hier drauf Lalelu funktionieren. Und dann drucke ich mir dann auch aus dem 3D-Drucker ein schönes Gehäuse hierfür aus und dann kann ich hier mit Schalter und Batterie Lalelu in Dauerschleife abspielen. Ja, das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und so, das dazu, dass ich auch wieder, Alter, ich habe wieder so viel Müll hier, das ist unglaublich. So, dann haben wir hier noch ein Paketchen, das kam heute an, da wollte ich auch noch zeigen, das fand ich relativ lustig. Amazon Samstag, ich weiß nicht warum bei einem ganz normalen Amazon-Paket, wenn es samstags ausgeliefert wird, Achtung, Amazon Samstag draufsteht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Ich habe gar keine Ahnung, warum das so ist. Es ergibt für mich 0,0 Sinn. Ich verstehe das nicht. Wieso ist das so? Warum? Geh auf.
Auf jeden Fall habe ich mir gestern Abend noch etwas bestellt, denn ich habe mir eigentlich bei eBay was bestellt und die konnten bei einem Händler zwei Lebensmittelsachen bestellt, die konnten aber eine Sache nicht liefern, deswegen haben sie mir mehr von dem anderen geliefert. Und zwar hatte ich einmal bestellt Sucuk, hier das Zeugs hier, sieht jetzt irgendwie nicht so lecker aus, aber es schmeckt verdammt gut. Googelt einfach mal, was Sucuk ist. Ist auf jeden Fall was sehr, 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 sehr Leckeres. Außen so ein bisschen so Gelatine-mäßiges Zeugs und innen drin halt mit Walnüssen. Aber das ist aus einem speziellen Sirup, ist dieses Gelatine-Zeug. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber schmeckt sau lecker. Sucuk. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Es ist so eine türkische, ich glaube, es ist eine türkische Süßigkeit. Kommt, glaube ich, aus der Türkei. Ja, genau. Ist aus der Türkei. Und schmeckt hammer, hammer geil. Wirklich. Und macht auch voll satt. Und die haben halt etwas anderes nicht liefern können. Deswegen habe ich mir das gestern nochmal bei Amazon bestellt. Ein Kilo. Und zwar, Mann, diese Papiertüten. Bio-Maulbeeren Weiß Organic Raw White Maulbeers und so weiter. Das sind halt quasi Maulbeeren getrocknet. Kann man das hier irgendwie öffnen? Gut. Ah, hier hat man einmal diese zwei Dinger. Und dann kann man das so öffnen. Wunderbar. Das riecht auch gut. Ne? Aber ich zeig's euch mal ganz kurz, wenn hier nicht so viel Pappmüll wäre. Ja. Das hier sind halt getrocknete Maulbeeren. Und ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, so als Snack zwischendurch. Geil. Schmeckt einfach richtig gut. Und ist zudem noch gesund. Und haltbar bis 28.09.2021. Das heißt, ich kann mir echt Zeit lassen, diese Snacks hier leer zu snacken. Aber auf jeden Fall besser als Chips oder sonst irgendwas. Und, oder Gummibärchen oder so. Und es ist halt trotzdem was Süßes, Leckeres. Kann man sich auf jeden Fall ordentlich gönnen. Ja, dann. Dann haben wir hier noch ein Paket. Das war, glaube ich, in Folge auf ein Video von mir. Wenn mich nicht alles recht entsinnt. Ich muss mal ganz kurz gucken, dann sehe ich es gleich. Ja, genau. Und zwar ist das, was hier drin ist, in Folge auf ein Video, das ich schon abgedreht habe, hier gekommen. Und zwar, ich habe ja letztens, vor einer Woche oder so, habe ich das Video hochgeladen zu den Insta-Kameras. Ich habe ja einmal die Insta 9020, die ich mir draußen in den Garten gehangen habe, die jetzt auch hier schön auf meinem Monitor ist. Und dann habe ich die Insta 8015. 8015 war das genau. Also quasi einmal eine Indoor und einmal eine Outdoor. Drehbare IP-Kamera als Überwachungskamera, wo man schön mit App alles steuern, einrichten und so weiter kann. Und ja, das Video kam so gut bei euch an und auch so gut bei Insta an, dass Insta gesagt hat, ja Mensch, finden wir super, dass du auch gezeigt hast, hier, wie man es einrichtet und dies, das, jenes, ne? Finden wir so super, dass wir dir gerne noch eine weitere Kamera zuschicken würden. Und in dem Fall haben sie mir jetzt hier die Insta 8003 zugeschickt. Klar, Insta sind Kameras, die kosten halt ein bisschen mehr Geld, aber man hat, sag ich mal, eine gute Verarbeitung. Man hat eine App und es ist, glaube ich, sogar deutsche Herstellung, soweit ich weiß. Dementsprechend wahrscheinlich daraus resultiert halt einfach der etwas höhere Preis. Steht ja auch Design und Development made in Germany. Also wem das was wert ist und wer nicht irgendwelche Kameras aus China oder sonst wo haben möchte, der greift in den meisten Fällen hier in Deutschland tatsächlich zu Insta. Es ist halt eben so. Und kann jeder für sich selbst bestimmen, was er da gut oder schlecht findet. Ich habe ja selbst auch Kameras, die eben nicht von Insta sind. Also ich habe quasi jetzt verschiedene Kameramodelle hier angebaut. Und Insta ist auf jeden Fall, sag ich mal, für den, der diese Werte vertritt, von wegen Design und Development in Germany, wer das gerne haben möchte, der ist bei Insta auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und man hat hier natürlich auch den ganzen Funktionsumfang und das Ganze funktioniert auf jeden Fall tippitoppi, ja. Hier steht auch wieder, Mikrofon ist dabei, IP65 wetterfest, PoE, das heißt, ihr könnt diese Kamera quasi auch Power over Ethernet betreiben. Das bedeutet,
über das LAN-Kabel kommt sowohl der Strom als auch die Netzwerkverbindung zu dieser Kamera zustande. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie da, wo die Kamera ist, irgendwie noch gucken, dass ihr eine Steckdose da in der Nähe habt, sondern einfach nur LAN-Kabel hinlegen, gut ist. Ja, dann läuft darüber auch der Strom. Micro-SD-Karte ist hier bei den anderen zwei Kameras, die ich getestet habe, auch schon mit dabei gewesen. Wird jetzt hier wahrscheinlich nicht anders sein. Peer, Bewegungssensor ist dabei, Push-E-Mail-Benachrichtigung, H264-Videocodec und HTTPS-Verschlüsselung bietet diese IP-Kamera. Und ich werde hierzu noch ein separates Review machen, aber ich verlinke es euch jetzt schon mal unten in der Videobeschreibung. Mit Insta-Kameras kann man eigentlich soweit nichts falsch machen. Und ja, dann schauen wir mal hier in das kleinste Paket in diesem TechPack Opening hier rein. Auch hier absolut keine Ahnung, was drin ist. Werde ich gleich sehen. Ich weiß nur, jetzt habe ich das eine Paket schon ein bisschen aufgemacht. Passiert. Ach genau. Ich habe mir zwei Wemos D1 Minis hier bestellt. Wemos D1 Mini kann man immer mal welche da haben. Einer ist jetzt hier schon geöffnet, aus Versehen. Aber den werde ich dann auch direkt in einem Projekt verbauen, weil ich möchte ja hier mir... Ich habe mir schon mal diese YouTuber-Anzeige gebaut und ich möchte mir jetzt demnächst noch eine mit einer LED-Matrix bauen. Und dafür halt eben Wemos D1 Mini. Ist für so einen Bastler wie mich immer gut, sowas da zu haben. Und hier müsste, glaube ich, die LED-Matrix auch schon drin sein. Und dann verlinke ich euch das auch unten, falls ihr dann sowas auch mal nachbauen wollt. Aber ich werde sehr wahrscheinlich dazu auch nochmal ein Video machen. Also entweder werde ich einfach das fertig bauen und dann euch zeigen. Oder ich werde selber halt eben zeigen, wie ich es zusammenbaue. Anstrengende Pakete. So, hier haben wir einmal nochmal hier schön Kabelzeugs mit dabei. Hier noch so ein Flachbandkabel und das hier wird dann wahrscheinlich die LED-Matrix itself sein. Hinten schon mal mit ein paar Anschlüssen dran und vorne sieht man dann die ganzen einzelnen LEDs. Sieht auf jeden Fall schon mal so ganz cool aus und kann man sich doch einfach echt ganz gut hier so in einem der Regale vorstellen, sodass dann da irgendwie immer angezeigt wird, was für wie viele Abonnenten und man denn gerade so hat. Eigentlich ganz in Ordnung. LED-Matrix halt eben, ne? Mit Verkabelung, alles Mögliche, alles dabei. So, sonst ist hier nichts mehr drin. Mühl. So, und jetzt haben wir, dann machen wir das hier zuerst, weil das gehört nämlich auch noch dazu. Und zwar haben wir hier, ich glaube das jedenfalls, dass das dazu gehört. Ich meine, man braucht das auch dazu. Genau. Das sind auf jeden Fall hier so lauter Abstandshalter, Schräubchen und Muttern, die eigentlich für Mainboards gedacht sind. Und ich glaube, das war irgendwie, entweder hatte ich das damit oder für ein anderes Projekt. Für irgendein Projekt brauchte ich auf jeden Fall diese Sachen hier, deswegen habe ich mir das auch bestellt. Ich mache manchmal so viele Sachen quer durcheinander, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür ich das alles so gebraucht habe. Aber naja, gut. Und hier noch ein Amazon-Paket. Auch hier ist, glaube ich, wieder was für ein Netzwerk drin, soweit ich weiß. Sehe ich auf jeden Fall jetzt gleich. Yep, genau. In diesem TechPack Opening war sehr viel hier für Netzwerk dabei. Auch in diesem Fall hier wieder ein TP-Link 5 GB LAN-Switch. Und ist jetzt hier die Business Solution. Ich habe mir den einfach nur bestellt, weil ich den auch schon mal habe. Den habe ich, glaube ich, in der Garage verbaut. Er funktioniert gut, er tut seine Arbeit und er bietet hier eben die Möglichkeit, nochmal an einer Zweigstelle 5 LAN-Ports miteinander zu verbinden. Ich habe ja hier unten einmal mein Netgear 48-Port LAN-Switch, aber ich habe halt in manchen Räumen auch nochmal verschiedene Unterverzweigungen, wo ich halt nicht jedes Mal wieder ein Kabel komplett bis hier runter bei mir ins Studio ziehen wollte, was natürlich Sinn macht. Dann ziehe ich mir ein Kabel von meinem 48-Port LAN-Switch dorthin und wenn ich dort nochmal eine 5er-Verteilung brauche, dann mache ich das eben mit so einem kleinen Gerät hier. Mit diesem Gerät selbst hier habe ich schon sehr viel gute Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich mir jetzt auch davon noch ein weiteres geholt. Und zwar wird dieses hier bei meiner Oma oben verbaut werden, denn aktuell ist es bei meiner Oma nämlich so, dass ihr Computer, sag ich mal, über WLAN-Internet noch bekommt und das ist natürlich nicht so cool. Und jetzt will ich halt eben hergehen, weil der das ist halt direkt der Router eingesteckt, dass halt WLAN oben da ist. Aber ich will jetzt quasi hergehen und möchte das hier dazwischen stecken, sodass dann quasi einmal das Kabel, was kommt von diesem 48-Port-LAN-Switch, was hochführt,
dass das quasi einmal hier reingeht, dass dann von diesem Kabel, von diesem Ding aus hier einmal ein Kabel zum Router geht, das oben WLAN ist, aber ein weiteres Kabel direkt in ihren Rechner, damit sie halt auch sofort direkt das, die gesamte Bandbreite vom Netzwerk nutzen kann. Und deswegen hier auch nochmal drei LAN-Kabel. Und das sind auch tatsächlich hier die LAN-Kabel, die ich hier im ganzen Haus überall verbaut. Also das Erdkabel ist natürlich jetzt nicht dieses hier, aber die innerhalb des Hauses für die Hausinnenverkabelung verwendet wurden. Das sind halt überall diese orangenen Netzwerkkabel hier von, welcher Marke ist das hier eigentlich? Big Tech. Ich verlinke es euch auf jeden Fall mal um. Die haben verschiedene Längen, also da könnt ihr, ich glaube 50 cm, 1 Meter, 1,50 Meter. Das sind jetzt hier 3 mal 1,50 Meter. Ich habe aber auch 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, also von denen gibt es die verschiedensten Größen, die sind echt super gut verarbeitet, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, zumal ihr seht jetzt hier auch, hier vorne ist sogar extra noch so eine Schutzkappe mit davor, dass die Kontakte geschützt sind und man hat halt quasi auf diesem Plastikpinökelchen auch noch so eine Gummilippe von hinten mit drauf, weil ihr kennt das, oftmals brechen diese Plastiknippelchen sehr, sehr, sehr schnell ab. Aber durch diese Gumminippel obendrauf passiert es eben nicht so schnell. Und halt, wie gesagt, die Kontakte sind hier drin, auch wie man das bei manchen HDMI-Kabeln, wenn man die frisch auspackt, noch kennt, sind hier auch nochmal geschützt. Das ist auch nicht bei jedem Hersteller so. Und preis-leistungsmäßig sind diese Kabel hier absolut top, diese Kabel. Und ja, genau. So, hier kam gerade noch ein Paket nach. Ich mache das mal ganz kurz hier einfach auf. Das, keine Ahnung, was da drin sein soll. What the fuck? Ah! Schau mal da! Das ist eine Uhr, die ich mir bei Gearbest bestellt habe. Und die sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ist jetzt hier von der Marke T-Weiß und ist auch ein automatisches Uhrwerk. Das erkennt man daran, dass der Zeiger eben nicht tickt, sondern so flüssig läuft. Hier mal daneben eine Uhr. Jetzt keine Originale, nicht, dass ihr jetzt erschreckt. Ne? Hier, das war, glaube ich, die kommen aus der Türkei oder so. Das ist so eine 10-Euro-Fake-Uhr. Die tickt halt eben. Da ist halt ein Uhrwerk drin. Und hier sieht man halt bei einer originalen Uhr, ist jetzt hier eben die Marke T-Weiß, ist das Ganze hier mit einem Automatikuhrwerk versehen. Das heißt, ihr bewegt die Uhr und dadurch, dass sie bewegt wird, wird hier im Grunde genommen ein Automatikuhrwerk aufgezogen. Und das kommt hier auch sogar richtig mit so einer schönen Verpackung hier. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal hier zu solchen Uhren generell auch mal ein Video mache, generell zu Uhren aus China oder, weil ich habe da ja schon das ein oder andere Stückchen. Ich sag mal, solche Uhren könnt ihr euch auch auf diversen Webseiten bestellen für um die 10 Dollar. Und ja, aber das hier ist, sag ich mal, kein Fake oder so, sondern halt eine originale Marke. Und sieht, finde ich, sehr, sehr, sehr schön aus. Und ich wollte einfach mal dazu ein Video machen. Soll, glaube ich, sogar so Saphirglas sein, soweit ich weiß. Hier ist vorne noch so eine Folie drauf. Ich werde das gleich noch weiter auspacken, aber so vom Ziffernblatt und so von der Verarbeitung her, so auf den ersten Blick, gefällt mir das schon sehr, sehr, sehr gut. Und ja, dann haben wir hier heute in diesem TechPack Opening, wir haben einen Xiaomi-Router, wir haben hier diesen Orbi Better Wi-Fi Everywhere Station, sage ich mal, weil es ist ja ein komplettes Paket mit drei Geräten. Dann haben wir hier netzwerkmäßig nochmal einen LAN-Switch. Dann haben wir hier eine IP-Kamera. Wir haben einen Staubsaugerroboter. LAN-Kabel. Ein bisschen was zum Snacken. Und einen Kameraroboter. Also auch wieder in diesem Techback-Opening, glaube ich, das ein oder andere Coole auf jeden Fall mit dabei. Ein bisschen was Brauchbares, ein bisschen was Netzwerkmäßiges, ein bisschen was zum Snacken. Ich denke mal, hier war für fast jedes Auge auf jeden Fall etwas Interessantes dabei. Und ich hoffe, auch dieses TechPack Opening hat euch wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was hiervon ihr vielleicht am interessantesten fandet. Worauf ihr euch am meisten auf das Review freut, weil zu den meisten Geräten oder zu den meisten Dingen, die man hier sieht, wird noch ein Review folgen. Das ist ja meistens so. TechPack Opening ist jetzt, sag ich mal, hier bei mir immer die erste Instanz, wo man sehen kann, was kommt denn da so in Zukunft, was kann man auf dem Kanal Schimmermedia HD erwarten. Und da ist, sag ich mal, TechPack Opening so das erste Gate, wo ihr sagt, ah, okay, der hat die und die Geräte, damit könnte er vielleicht das und das machen. Ne? Genau.
Kommentare schreiben. Ich lese mir das auch alles immer schön durch. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir aber echt einen großen Support, weil in diesen Videos steckt eine ganze Menge Arbeit und Herzblut drin und ich würde mich echt sehr darüber freuen, wenn ihr eben abonniert. Das kostet euch, wie gesagt, kein Geld, ist komplett kostenfrei auf YouTube. Und ja, damit könnt ihr mir euren Support sichern. Und ihr habt vor allem auch noch den Vorteil, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ihr gerade auch die Glocke aktiviert habt, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich gerade ein neues Video hochlade. Ne? Also, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.